Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Jo, wir gehen aufs große Finale zu, nämlich die letzte Mission der Samtkampagne oder Velvet oder der Seelenlosen, wie man es nennen möchte. Ja, wir sind in Kapitel 4, Akt 4, also Kapitel 4 als auf der Seite von Samt. Das sind die hier unten. Und ich denke mal, das hier ist die letzte Mission. Das Böse schläft nie. Der Geheimweg zum Thron ist nun frei und alles scheint sich wie von selbst zu ergeben. Wer die Krone auf dem Kopf hat, wird völlig unwichtig sein. Nicht, wenn die Burg von Baal Abaddon und dem samten Rechner gestürmt wird. Jo. Leitern wir mal aus. Spieleranzahl 1, Schwierigkeitsgrad normal und wir legen los. You have darted down the secret tunnel and made your base close to the tunnel opening. The long journey is coming to an end. You have but to overcome the underground defenses of the royal palace, and the newly crowned sovereign will become the most short-lived ruler in Ardanian history. Except for Henry One-Eye, who turned the other cheek and never saw it coming. The realm of the Sidrian kings will be no more. The glorious empire of Baal Abaddon will rise in its stead. Jeder Trupp der Baalvolk verliert keine Aggressivität mehr. Oh, das ist mal nützlich zu wissen. It's amazing, Hellchild. For the better part of a millennium, Blackie was unable to see that everything happens for a reason. Maybe we should, get a move on, maybe. Savor the moment, Hellchild. This is destiny at work. Blackie was meant to be captured. Blackie was meant to blossom into Velvet the Avenger. And Velvet was indeed meant to save the world. Whatever. But right now, destiny is sending enemies against us from all directions. So how about letting me know when Velvet is meant to stop blathering, okay? Oh, well, now, as a matter of fact. Your destiny is to find a way through the cellars and to figure out how to lure the Sovereign and his guard down to face you. Fate has placed lots of material in the storerooms around us, so you'll have no trouble getting started. But be warned. Velvet senses a presence. The new Sovereign may have strange and powerful allies yet to be revealed. You're still blathering! Let me loose already! I'm unstoppable! Then go! Let love be thy sword, and compassion thy shield. Dissolve the darkness once and for all! Velvet has faith in you, little Hellchild. This time he will lean back and just enjoy the show. Give him something to remember. Was zur Geier? Wir stehen Helden im Weg zwischen mir, meinem Pilzraum und sowieso allem. Was zur Hölle ist das für ein Startgebiet? Egal. Erst einmal ein Schreiatorium. Hier um die Ecke. Eine Opfergrube daneben. Und noch mehr Diener. Okay. Das ist irgendwie komisch. Na gut. Ich kann die nicht angreifen, solange Archivist. Da ist ein Kleriker dabei. Das macht das Ganze schwierig. Okay. Das heißt, ich muss hier am Anfang gleich einen Lagerraum bauen. So. Weil ich nicht oben an meinen Pilzraum rankomme. Das heißt, es gibt jetzt erst einmal einen reinen Succubus-Trupp. Auch niedlich, irgendwie.
Oder auch nicht. Ja. Will ich dann überhaupt Scheißsaale? Bessere Gesundheit, mehr Schaden, aber weniger Rüstung. Ja, dann nehme ich mal Kobolde. So, ein Trupp Succubusse. Succubi. So, gleich mal den Imp opfern. So. Trainingshalle freischalten. Und dann schicke ich den Trupp gleich mal los. Materialien besorgen. Hier. Das ist echt eine miese Startmap. Ganz ehrlich. Ich meine, gut, ich wollte irgendwann mal sagen, dass ich es toll finde, dass man nicht mit Starträumen startet, abgesehen von den Standardräumen, Schatzkammer, Lager und Pilzraum. Wobei der Pilzraum ja immer kaputt ist. Aber ganz ehrlich, das ist mies. Das ist die mieseste Startmap, die ich jeweils gesehen habe. Was soll denn das? Muss sowas sein. Krieger. Ich muss die beiden Squads ausschalten, dass ich an meinen Pilzraum und an meine zweite Vorratskammer rankomme. Und da müsste ich noch die da aus dem Weg räumen. Hier sind überall Level 3 Helden, oder? Guckt euch mal die Truppe an. Das ist ja eine richtige Kampfberserker-Truppe, heilige Scheiße. Ja, irgendwie macht mich der Dungeon jetzt schon fertig. Die hier sind harmlos, das sind Level 1 und 2, ja, ganz ehrlich. So, ha, wir haben genügend. Passt du hier hin? Ja, passt auch hier hin. Ja, du passt hier in die Ecke. Und du? Dich können wir hier nicht hinsetzen. Okay. Das heißt, der Übungsraum kommt hier in die Ecke. Und dann flanschen wir die Schmiede da noch dran. Dann kommt halt das ja, hier oben irgendwo hin. Wir müssen uns eh dadurch graben, wenn wir in die Königsburg wollen. So. Trupp 1 trainieren gehen. Üben. So. Dann schicken wir die los, Gold holen. Ach ja, ein Ball hierher, bitte. Obwohl, geh nochmal da nach oben und beschwören wir mehr Arbeiter. So, noch einen Punkt, dann können wir Oculi. Gut, los geht's. Nochmal Materialien und dann holen wir Schätze. Kann ich ja schon mal gucken, da ist die Schatzmission, die Einser. Gut. Wenn ich den hier blitze, hat der Alchemist ihn. Na gut, sagen wir mal so, ein Level 3er Squad, so einen könnte Baal vielleicht alleine wegboxen, wenn ich den anderen wegfiere oder so. Aber nee, ich glaube, ich hole mir lieber erstmal zwei Level 2er Squads. Die müssen auch nicht unbedingt ausgerüstet sein. Es reicht, sie zu haben und mit Oculi ausgerüstet zu sein. So. Opfern wir euch mal einen Imp zum Heilen. Ich meine, gut, Baal hat. Baal müsste Lebenspunkte bis zum Abwinken haben, oder? Ja, das könnte eine Weile dauern.
den runter zu prügeln. So, Gold wollte ich als nächstes haben. Gold war ganz weit weg. So, jetzt hätte ich das Material. Aber ich kann hier schon mal nichts hinbauen. Okay. Oder gehe ich erst einmal, bevor ich auf Oculi gehe? Ne, ich gehe auf Oculi. Weil ich kriege ja gleich durch die Schätze einen Punkt. Und Oculi kosten eh Materialien. Hm. Ich kann aber schon meine Succubus noch beschwören. Für mehr habe ich nämlich gerade keine Pilze. Was zur Hölle? Was treibst du da mit dem? Ach, das ist der Hand. Das ist noch makabre. Ich dachte, das wäre ein Wurm. Aber der Hand? Böse. Also ehrlich, die Seelenlosen machen mir irgendwie mehr Angst als die Teufel. Irgendwie. Die wegkloppen, dann die wegkloppen und hoffen, dass wir am Leben bleiben. Holen wir uns gleich 3 Oculi, dann haben wir auch ein paar Fernkämpfer. Sobald das Gold eingetroffen ist natürlich. So, das kommt hoffentlich einer abholen. Jo. Überfall erfolgt, gleich kriegen wir auch den... Die C-Punkt für den Schatz. Und dann können wir Oculi freischalten. Sehr schön. Gut, Oculi. Oculi. Und ja, egal was du mit der Hand da machst. Warum benutzt der die Hand irgendwie, um Einheiten zu beschützen? Ich will es nicht wissen. Ich will es echt irgendwie nicht wissen. So, Oculi hier rein. Heroes are entering your dungeon. Oh. Helden zum Foltern. Also Helden zum Kloppen und Foltern. Das heißt, wir kommandieren gleich mal 2 Arbeiter in die Folterkammer ab. Und porten die hier zum Training. So. Balkan schon mal hier hin. So haben wir nämlich schon mal die ersten Einheiten zum Foltern. Ich bin da schon fast am überlegen, ob ich als nächstes gleich Frieden und Beute freischalte, um meine Ressourcenmangel, die ich zurzeit habe, auszugleichen. So, alle trainiert? Ja. So, also wenn ich euch auf Balfolgen einstelle, dann verliert ihr keine Aggressivität mehr. Out of the pit into a hellhole. So, mach kalt. Die vieren wir mal, damit sie sich nicht mit uns auch noch anlegen. Oh, sie kommen aber auf uns zugerannt, nicht so gut. Au. Das muss Bal jetzt fast schon alleine schaffen. Bal Rückzug. Der heizt sich etwas langsam hoch.